Vor einer etwas längeren Zeit habe ich mal ein Video über die Chica gemacht, wo ich by the way noch ein Remake rausbringen möchte. Jedenfalls, in dem Video habe ich euch erklärt, wer die Chica sind. Aber in der Ära des Helden der Wildnis gibt es zwar die Chicas, aber auch das böse Gegenstück, die Jägers. Kurz gesagt, die Jägers sind das Gegenteil der Chicas. Warte mal. Jetzt. Ja, so passt's. So passt's. Lang gesagt, der Jäger-Clan, der aus Jägermitgliedern besteht, ist ein Clan voller ehemaliger Chica, die sich von der Königsfamilie abgewendet haben, um der Verheerung Ganon zu dienen. Hallo. Nun geht es aber an die allgemeinen Informationen. Denn, wie ich euch ja erwähnt habe, sind Jägers ehemalige Chica-Mitglieder. Aber auch normale Hylianer können zu Jägers werden. In Tears of the Kingdom konnte Link zum Jäger werden, weil er alle Rüstungsteile bekam. Jägermitglieder haben einfach Modedesigner entführt, damit die Kleidung für sie anfertigen müssen. Link hat dann diese drei Hauptposten beseitigt bzw. gestürmt und dadurch die Rüstung erhalten und wurde so zum Jäger. Jägers haben immer schwarze Haare und eine rote Verkleidung, wo man ihr umgedrehtes Chica-Symbol auf der Maske sieht. Das Versteck der Jäger befand und befindet sich in der Nähe von der Gerudo-Wüste, beziehungsweise schon eher fast in der Gerudo-Wüste. Denn das liegt daran, dass sie sich vom Königreich abschotten wollten und nicht leicht entdeckt werden würden, denn die Gerudo-Wüste ist ein sehr gefürchteter Ort. Allerdings gibt es noch viele weitere Verstecke der Jägers, denn man findet oft auf dem Land verschiedene Jägerposten oder auch sehr, sehr gut versteckte Jägerverstecke, wie zum Beispiel im ehemaligen Schrein des Lebens. Jägers chillen aber auch oft mitten auf dem Land, dennoch tarnen sie sich dann eher als Hylianer, diese entpuppen sich dann, um Link zu vernichten. Sie stellen Link auch gerne Fallen, aber grundsätzlich können Jäger eigentlich nichts. Ich frage mich immer noch, wie es sein kann, dass Jägers mal Chicas waren, denn Chicas werden immer als eine sehr starke Zivilisation angesehen. Zusätzlich kommt noch, dass wenn man Koga besiegt hat, Jägers auch einfach so auftauchen können, um Link umzulegen. Aber ja, die können halt eben nichts. Nun ja, so übertrieben ist es jetzt natürlich auch nicht, aber es sieht witzig aus, also lasse ich es drin. Wie ihr jetzt schon erfahren habt, stammen die Jägers von den Chicas ab. Die Chicas waren schon immer eine friedliche und fortschrittliche Zivilisation, die gut mit Magie und Macht als auch mit ihrer Weisheit umgehen konnten. Sie dienten schon immer der Königsfamilie mit ihren Bauwerken, zum Beispiel den Titanen, womit sie auch der Königsfamilie halfen, gegen die Verheerung Ganon zu kämpfen. Doch vor 10.000 Jahren nach dem Versiegelungskrieg hat der König von Hyrule, wahrscheinlich ein Nachfahre von Rauru, die Technologie der Chicas als eine Bedrohung angesehen und verbannte den Stamm aus Hyrule. Dabei gaben die Chica ihre Technologien auf, weshalb die Wissenschaft der Chica auch verloren ging und das der Grund ist, warum noch 100 Jahre vor Breath of the Wild die Wächter neu entdeckt und neu erforscht werden mussten. Viele Chica versuchten ein normales Leben zu führen und bauten zum Beispiel Kakariko auf, wo sie sich untergebracht haben. Andere Chica waren mit Hass erfüllt und wendeten sich von ihrem Volk und dem Königreich ab und schworen der damaligen Verheerung die Treue, weshalb sich eine noch unbekannte gefährliche Gruppe bildete. Dabei hat sich diese unbekannte gefährliche Gruppe in der Nähe der Gerudo-Wüste versteckt, denn da waren sie weit von der königlichen Zivilisation abgeschottet und konnten ihre Pläne in Ruhe durchgehen. Doch 100 Jahre vor den Ereignissen aus Breath of the Wild wurde diese gefährliche Gruppe offiziell zum Jäger-Clan ernannt. Sie nahmen dabei das Logo der Chica und drehten es um ihre Rebellion zu symbolisieren. Sie schworen sich die Aufgabe, jeden zu vernichten, der sich gegen Ganon stellte, weshalb hier natürlich die Prinzessin und ihr Wächter das wichtigste Ziel waren. Nach dem 100-jährigen Schlaf von Link aus Breath of the Wild erfuhren die Jägers von seiner Wiedergeburt, weshalb sie ihn natürlich auch in Breath of the Wild vernichten wollten. In Breath of the Wild klauten die Jägers oft Vorräte oder Informationen vom Gerudo-Stamm. Sie klauten auch den Donnerhelm der Gerudos, weshalb Link sich auf den Weg machen musste, diesen natürlich zurückzuholen. Dabei stürzte er das Jägerversteck und stellte sich Meister Koga, der nach dem Kampf in ein tiefes Loch fiel. Doch dies überlebte er, denn dieses Loch führte in den Untergrund, wo er eine Zeit später anfing aus Rache die Sonai-Ruinen und Technologien zu erforschen, um die göttliche Kraft, welche Link besitzt, zu erhalten. Doch das interessierte Koga nach ein paar Kämpfen später nicht mehr. Er griff Link nämlich zuerst als Hot Wheel an, dann mit seinem Kamikaze-Flugzeug und dann mit seinem Floß, der maximal lame war. Und zu guter Letzt wollte er nur noch die ultimative Waffe erschaffen, die aber auch nichts gebracht hat. It's time to stop!
Im Untergrund sind überall Jägerposten und viele verkleidete Jägers, die man überall antreffen kann. Man kann auch sagen, dass der Untergrund in Tears of the Kingdom komplett von Jägers besetzt ist. Als Link gegen Koga gewann, wendete sich der Clan erneut an Ganondorf, um das Ende der Welt hervorzuheben, wobei dieser Abschied von Koga nicht danach aussieht, als ob er sich wieder an Ganondorf wenden würde. Auch in Hyrule Warriors kommt der Jäger-Clan vor, das ist allerdings eine alternative Zeitlinie, weshalb ich da jetzt nicht zu sehr drauf eingehe. Aber kurz gesagt, die Jägers wurden dort zum ersten Mal vorgestellt, als Meister Koga versuchte, sich als Urbosa auszugeben und die Gerudos gegen Zelda zu hetzen. Aber nun ja, er hat es halt verkackt. In Age of Calamity war die Aufgabe der Jäger, die Verheerung wiederzubeleben. Nachdem sie dies schafften, wurden ihre Seelen einfach geopfert, um Ganon zu stärken. Kuss, Digga. Der Jäger-Clan ist in einer Hierarchie strukturiert und bei denen herrscht tatsächlich ein politisches System. Auf der untersten Ebene der Pyramide sind die Fußsoldaten, sprich die sich in normale Hylianer verwandeln können, um Link zu täuschen, Bananenfallen bauen und im Versteck der Clans aufräumen und Konstrukte bauen müssen. Quasi die Arbeiter und Soldaten. Sie werden immer vorgeschickt und von denen gibt es einfach die meiste Anzahl. Auf der zweiten Ebene, also eine Ebene höher, sind die Jäger-Offiziere. Diese geben den Jäger-Soldaten Befehle und sind sozusagen wie Bodyguards. Sie haben auch ein längeres Schwert wie normale Jägers und beherrschen eine Fähigkeit, womit sie die Erde manipulieren können. Und auf der obersten Ebene ist Meister Koga. Er ist der Anführer der Jäger und die Jägers vergöttern ihn, arbeiten für ihn und würden alles für ihn tun. Sie passen aber nicht nur auf seine Stützpunkte auf, sondern hören auch auf seine Befehle, bauen für ihn alles und würden sich sogar für ihn opfern. Sie würden sich aber auch für Schwertbananen opfern, deswegen wundert mich das hier nicht. Und das ist so die grundsätzliche Struktur des Jägerclans. Die normalen Jägersoldaten können sich teleportieren, von oben angreifen oder auch auf einen zurasen. Sie haben kleinere Katanas bzw. kürzere oder auch Doppelschussbögen. Allerdings ist ihre Abwehr sehr schwach, dafür sind sie sehr agil bzw. flexibel. In Breath of the Wild hatten Jägers auch Sicheln oder Schlagringe. Warte, was? Jägeroffiziere hingegen haben längere Zweihänder-Katana, eine höhere Abwehr, aber sind auch langsamer. Dafür beherrschen sie zusätzlich die geheime Technik Erdmanipulation. Und Meister Koga ist sehr speziell. Er kann normalerweise typische Shika-Angriffe, indem er mit Magie zum Beispiel Stahlkugeln beschwören kann. Aber er hat nun zum Racer gewechselt und kämpft gerne mit Konstrukten, verbindet sie aber auch im Laufe der Kämpfe mit seiner Magie. Das Training der Jägers ist relativ chillig. Diesen Punkt verbinde ich auch ein bisschen mit den Angriffen der Jägers. Sie kämpfen nämlich einfach gegeneinander und das war's. Ja. Aber ab einer bestimmten Anzahl an besiegten Jägers ist es möglich, die Erdmanipulation zu erlernen. Da aber nur Jägeroffiziere diese Technik benutzen dürfen, muss Link natürlich zum Jägeroffizier aufsteigen. Und das geht einfach, indem man Bananen zu bestimmten Statuen bringt. Also wirklich jetzt, das ist einfach die Prüfung, um zum Jägeroffizier aufzusteigen. Ich habe das nicht erfunden, okay? Also hat man auch die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Denn Koga ist ein guter Arbeitgeber und das ist kein Scherz, denn das ist ernst gemeint. Denn in Tears of the Kingdom ist es so, dass die Jägers wirklich nach weiteren Mitgliedern suchen. Es ist wirklich möglich, Jobstellen zu finden, wo sie zum Beispiel Jägerarbeiter suchen, die zum Beispiel beim Bauen von Konstrukten helfen. Das heißt, der Jägerclan ist sehr strukturiert und gut durchdacht worden. Allerdings gibt es auch ehemalige Mitglieder des Jäger-Clans, die sich aber dann vom Jäger-Clan abgeschottet haben. Allerdings ist es nicht so einfach, vom Jäger-Clan zu entkommen. Denn das Ganze funktioniert quasi so: Ist man einmal im Jäger-Clan und einmal ein Mitglied der Jäger, wird man es wahrscheinlich für immer bleiben. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Dorian aus Kakariko, denn er ist zwar ein Shika, aber ist vor langer Zeit mal den Jägers beigetreten. Als er aber dann in Kakariko unterwegs war, hat er sich in eine Frau verliebt, die ein Teil des Shika-Clans war, also ein normaler Shika war. Er bekam dann auch mit ihr Kinder und das war der Grund, warum er sein altes Leben hinter sich lassen wollte und den Jäger-Clan verlassen hat. Der Jäger-Clan wusste natürlich, dass Dorian den Clan verlassen hat und ein Verräter ist. Und aus Verratsgründen hat der Jäger-Clan seine Frau umgelegt.
Und da Dorian nicht mehr wollte, dass das gleiche mit seinen Kindern passiert, hat Dorian leider einen Verrat begangen und Informationen vom Shika-Clan den Jägers übergeben. Doch irgendwann wollte er es nicht mehr, hat seinen Mut zusammengetan und wollte den Jägers keine Informationen mehr überliefern. Link hat das natürlich alles mitbekommen und hat eingegriffen. Das heißt, es gibt auch ehemalige Mitglieder des Jäger-Clans, aber diese werden wohl für immer von den Jägers gejagt. Die Jägers werden oft als etwas dümmlicher dargestellt, besonders Koga, aber gut, der ist auch dumm. Trotzdem sind sie eine ziemlich geile Idee, die auch echt cool umgesetzt wurden. Ich meine, in Breath of the Wild hat man nur gegen sie gekämpft und von ihrer Geschichte erfahren, aber in Tears of the Kingdom kann man richtig zum Mitglied werden, mehr über ihre Vorangehensweise erfahren und mehr von ihnen sehen. Aber leider war es das jetzt wahrscheinlich auch von den Jägers.